Hey ihr Lieben, willkommen zum vierten Teil unserer Masterclass über Gebet. Als Kind war ich bereits von Jesus total fasziniert und wollte alles über ihn wissen. Mich interessierte, wie er aussah, wie groß er war, welche Haarfarbe er hatte. Ich wollte einfach wissen, wie es sich so mit Jesus anfühlte, wenn er Menschen heilte und all die großartigen Wunder tat. Später stellte ich mir auch die Frage, wie Jesus betete. Also nicht, was Jesus betete, denn darüber ist uns einiges übermittelt, sondern wie sah es aus, wenn Jesus betete? Von einigen Situationen können wir uns vielleicht ein Bild machen, wie vom Moment im Garten Gethsemane, als es so intensiv wurde, dass Schweiß und Blut aus seinen Poren drang. Aber da ist eine Bibelstelle in Hebräer 5,7, die uns so deutlich wie keine andere mir bekannte Stelle Einblick verschafft, wie es aussah, wenn er betete. Dort steht, als Jesus hier auf der Erde war, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und dann steht weiter, und er ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Ich weiß nicht, ob du eine eigene Vorstellung hast oder hattest, wie es aussah, wenn Jesus betete. Aber meine Erfahrung ist, dass die wenigsten in der westlichen Welt sich Jesus als jemand Lautes beim Gebet vorstellen. Er als jemanden melancholischen, introvertierten, fast schon verschwiegenen. Aber das ist nicht das Bild, das uns die Bibel über Jesus aufzeigt. Jesus betete sehr oft laut, was wahrscheinlich auch der Grund war, wieso wir in den Evangelien von Gebeten lesen, die Jesus in seiner persönlichen Zeit mit dem Vater fern der Öffentlichkeit betete. Aber schau mal, nicht die Art und Weise, wie man betet, ist entscheidend. Jesus wurde aufgrund seiner Gottesfurcht erhört. Die Gottesfurcht war entscheidend. Weil er den Vater ehrte, achtete und verherrlichte, stießen seine Gebete bei Gott auf offene Ohren. Nicht, weil er schrie oder weinte. Und doch lesen wir, dass Jesus im Gebet schrie und weinte. Weil er ein Herz für die Welt hat und Emotionen im Gebet nicht als etwas Negatives oder Seltsames ansah. In der Bibel lesen wir immer wieder von Personen, die mit Leidenschaft beteten und Gott darauf scheinbar besonders Acht gibt. In 1. Samuel zum Beispiel lesen wir von Hanna, die im Tempel Gottes betete. Sie betete auf eine Art und Weise, die sogar dem Priester Eli auffiel und dieser dachte, sie wäre betrunken, woraufhin er sie wegjagen wollte. Aber Hanna war nicht betrunken. Sie war verzweifelt, verbittert und gekränkt, weil sie aufgrund ihrer Kinderlosigkeit verschmäht wurde. In ihrem Gebet ließ sie den Emotionen, die sich in ihr über die Jahre aufstauten, freien Lauf. Es brach aus ihr heraus. Und nach Jahren der Kinderlosigkeit öffnete Gott ihren Mutterleib und sie wurde schwanger. Mit einem der größten Propheten, den die Welt jemals zu Gesicht bekam. Und sie gab ihm den Namen Samuel, wie wir wissen. Zweifellos hört Gott jedes Gebet. Aber es scheint, dass Gott ein besonderes Ohr für leidenschaftliche Gebete hat. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich spreche hier nicht von einer Methode, bei der wir uns angeeignet haben, laut und mit erhobener Stimme zu beten. Ich meine Gebete, bei denen unser Herz überläuft, weil uns Schicksale berühren, wir unsere Verzweiflung äußern oder wir leidenschaftlich für die Ausbreitung von Gottes Königreich flehen. Es sind Gebete voller Emotionen, die sich auf unterschiedliche Arten und Weisen äußern. Es sind Gebete, bei denen unser Herz die Führung übernimmt und unser Verstand auf dem Beifahrersitz mitfährt. Der Verstand fühlt sich manchmal unwohl und möchte in mulmigen Situationen abbremsen. Aber das Herz ist am Steuer und navigiert mit der Stimme des Heiligen Geistes zum Ziel. Auch wenn der Verstand mit Schweißausbrüchen zu kämpfen hat. Jesus betete leidenschaftlich und voller Emotionen für Jerusalem, für seine Jünger, für Lazarus, die Welt und für Kraft in der schwierigsten Phase seines Lebens. Er schrie im Gebet und ließ den Tränen freien Lauf. Jesus war leidenschaftlich und emotional in seinen Gebeten. Gott hält sich auch nicht zurück, uns in der Bibel recht ausführlich und deutlich mitzuteilen, wie er sich fühlt, wenn sein Volk sich von ihm abwendet oder sich zu ihm wieder zurückwendet. Er vermittelt uns seine Emotionen, seine Enttäuschung, aber auch seine Freude. Gott ist auch
kein ausschließlich ruhiger und stiller Gott, wie ihn sich viele für sich einsortiert haben. Ja, wir lesen, wie Gott zu Elia mit einer flüsternden Stimme spricht. Seine Stimme war wie ein sanfter Windhauch. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich möchte hier nicht vermitteln, dass du bei jedem Gebet in Emotionen ausbrechen musst oder sollst. Mir geht es darum, dass Emotionen und Leidenschaft nicht immer ausgeschlossen werden dürfen. Ich liebe die Zeit der Stille mit Gott und es überwältigt mich jedes Mal, wenn Gott mit mir redet. Wenn die sanften Worte seines Mundes meine Seele umgeben, sie mich in Frieden und Glauben betten. Jeden Abend freue ich mich total auf den nächsten Morgen, wenn ich von Gott begrüßt werde und ich in meiner sogenannten Gebetskammer seinem Reden lausche. In unserer persönlichen Zeit hören wir Gott wahrscheinlich auf diese Art und Weise, so wie Elia seine Stimme wahrnahm. Wenn wir uns aber den Gesamtkontext der Bibel anschauen, dann ist dieses leise Reden Gottes eher eine Ausnahme. Die Regel ist vielmehr, dass Gottes Stimme wie ein Donnern, Beben oder wie lautes Meeresrauschen ist. Seine Stimme wühlt auf, lässt Menschen erzittern und trifft sie so wie ein Hammer. Es ist ein Unterschied, ob wir uns in unserer persönlichen Zeit mit Gott befinden oder in einer Fürbittezeit, in der wir Gottes Einschreiten erflehen, weil wir sein Handeln dringend und akut benötigen. Jeden Tag bete ich für einzelne Personen bei uns in der Gemeinde oder in der Gemeinde, in der ich als Pastor diene. Einerseits bete ich für jeden persönlich, der in meinem Tribe oder in meiner Kleingruppe ist und dann noch für Personen, die mir der Heilige Geist aktuell aufs Herz legt. In der Regel sind das ermutigende Gebete, in denen ich Positives über meine Geschwister ausspreche oder Dinge, die der Heilige Geist aufs Herz legt. Aber dann gibt es Momente, die sind anders. Wenn ich irgendwie anders involviert bin, wenn es mich so mitnimmt, als würde es mich persönlich betreffen. Es ist, als würde ich Gottes Herz und Leidenschaft für jemanden oder eine Sache empfinden. Es überwältigt mich und nimmt mich regelrecht ein. Ich kann mich noch erinnern, wie ein Freund, der wirklich wie ein Bruder für mich ist und den ich in meinem Leben nicht missen möchte, eine schwierige Phase hatte. Er stand kurz davor, seinen Glauben aufzugeben und seinen Freunden und seinem Leben, das er sich hier aufbaute, den Rücken zu kehren. Und ich erinnere mich, wie wir für ihn beteten und einstanden. Wir waren alle ziemlich mitgenommen, als wir seine Pläne mitbekamen, und so beteten wir dann auch. Wir gossen unser Herz und unsere Emotionen vor Gott aus. Unser Einsatz glich eher einer Rettungsaktion und weniger einem typischen Lieber Herr Jesus Gebet. So als würden wir ihn persönlich mit einem Seil aus einem tiefen Abgrund ziehen. Wir beteten mit lautem Schreien und in Tränen zu Gott, der ihn aus dem Tod erretten kann. Und Gott erhörte unser Schreien. Und du kannst dir vorstellen, wie sich unser verzweifeltes Flehen in ein Gebet der maßlosen Freude wendete. Für Besucher mag das Gebetsmeeting seltsam oder sogar befremdlich vorgekommen sein, weil sie keine Verbindung zu der Person hatten. Für uns war es, als würde jemand einen Teil unseres Herzens herausreißen. Ich mag mir nicht ausmalen, wie es wäre, wenn dieser Bruder nicht mehr hier wäre. Wir hätten seine Hochzeit, die Geburt seiner wundervollen Kinder und viele tolle Momente verpasst. Ich bin überzeugt, dass solche Gebete Gott widerspiegeln. Denn wie könnte man sonst das fast schon absurde Opfer erklären, das Gott willig war zu opfern, seinen einzigen Sohn? Gott empfindet so eine Leidenschaft für die Menschen. Er ist emotional so mit seiner Schöpfung verbunden, dass er bereit war, für uns ans Kreuz zu gehen. Rein kognitiv wäre das nicht möglich. Es benötigt die Involvierung des Herzens. Für viele mag das absurd sein. Für uns ist es der Beweis einer unermesslichen und größtmöglichen Liebe. In Römer 8, 26 und 27 steht: Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist,
denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Paulus schrieb hier, wenn wir nicht wissen, was wir bitten sollen oder wie wir beten sollen, dann können wir dem Heiligen Geist die Führung überlassen. Und er übernimmt die Kontrolle. Wir beten dann mit unaussprechlichen Seufzern. Das griechische Wort für Seufzern ist Stenagmos und beschreibt unter anderem das Stöhnen einer Frau während eines Geburtsvorgangs oder das Klagen in Zeiten großer Trauer. Dies ist ein Gebet, ein Seufzen, das der Geist durch uns gottgemäß betet. So als würden wir einen Durchbruch schaffen, damit Gottes Einschreiten nicht mehr aufgehalten werden kann. Die Bibel ist voll von Personen, die ihr Herz vor Gott ausschütteten und Hilfe bei ihm suchten. Wie zum Beispiel David im Psalm 142. Ein toller Psalm, wo steht, mit meiner Stimme schrie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehe ich zum Herrn. Ich schütte mein Anliegen vor ihm aus, meine Not erzähle ich vor ihm. Oder in Jesaja 26, 16 bis 17 lesen wir von den Israeliten, wie sie zu Gott beteten. Und da steht, Herr, in der Not haben sie dich gesucht. Sie schrien wie eine Schwangere, die dem Gebären nahe sich windet. Um Hilfe schreit in ihren Wehen. So sind wir, Herr, vor deinem Angesicht gewesen. Und in Psalm 149, Vers 5 lesen wir, die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, die jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Gebet und Emotionen sind zwei Komponenten, die unheimlich gut zusammenwirken und die gewissermaßen füreinander sogar geschaffen sind. Wir brauchen Gottes Leidenschaft für unser Land, für noch nicht errettete Personen, für Kranke, Bedürftige, Verletzte, Ausgeschlossene und Gebundene. Wenn wir anfangen, auch nur ansatzweise das zu empfinden, was Gott zum Beispiel für unser Land empfindet, dann führt das zweifelsohne unser Angesicht auf den Boden. Es öffnet die Tränenquellen unserer Augen und löst ein Flehen aus den Tiefen unserer Seele in uns aus. Deshalb ist mein Gebet für dich nicht, dass du anfängst, anders oder intensiver zu beten. Mein Gebet für dich ist, dass du anfängst zu empfinden, was Gott empfindet. Und dann wirst du unbestritten intensiver beten, emotionaler, leidenschaftlicher, stärker, als du bisher kanntest oder es tatst. Dadurch machst du dich eins mit Gott und er neigt sein Ohr zu dir und wird dich erhören. Lass ihn dein Herz weich machen und du wirst sehen, wie sich dein Gebet ändert. Du wirst beten, du wirst Leidenschaft empfinden, wie Gott Leidenschaft empfindet. Euer Jeroboam.